Hallo Leute, wir sind hier in Bergau in einem Bunkersystem. Hier sind mehrere Anlagen und wir werden jetzt gleich mal reingehen und uns die anschauen. Ja Leute, wir sind hier jetzt drin und ich habe schon hier was gefunden, nämlich Betten und Tische von damals. Ich zeige euch die mal. Hier dürfen die damals aber zu 100% damals gelegen sein, sonst würde ich auf dem Bett stehen. Hier steht noch eins. Ziemlich ungemütlich und klein, würde ich mal behaupten. Hier in der Tisch. Ja, okay. Hier waren wahrscheinlich mal Fensterluken. Und wo geht's da weiter? Okay, das dürfte Ausgang sein, weil hier der Pfeil steht. Ja, hier, man merkt ja schon, dass hier viele Menschen waren, die sich hier niederlassen, man muss sagen, Partys sein, weil hier sind sehr viele Menschen. Und hier sieht man auch so einen Heizkessel. Keine Ahnung, was der gedient hat, aber hier. Und ja, das war mal hier der erste Eingang und so. Für diesen Bunker, hier gibt es drei Eingänge, die wir schon alle gesehen haben. Wir sind vorher beim schwierigen Eingang reingegangen, weil wir die anderen noch gesehen haben. Für den Bunker, hier gibt es drei Eingänge, die wir schon alle gesehen haben. Wir sind vorher beim schwierigen Eingang reingegangen, weil wir die anderen noch gesehen haben. Wie man hier sieht. Hier oben ist nämlich noch der zweite Eingang, der aber verschlossen ist und ein paar sind zu und ein paar sind offen, weil manche wurden natürlich schon aufgemacht und so, ja. So, das hier wird ein Stollen gewesen sein. Hier war auch mal eine Tür, aber die scheint entweder abgerissen zu worden zu sein oder keine Ahnung. Wir schauen da jetzt mal schnell rein, was da drin geht, aber ich muss Licht einschalten. Ja, das schaut hier nach einem Stollen aus. Geht ziemlich weit rein. Laut Internet dürfte jeder Stollen hier bis zu 75 Meter reingehen. Und eigentlich nichts mehr Stein. Hier war wahrscheinlich mal ein Ofen und so. Wenn man hier weiter reingekommt, hier eine Wand. Und dahinter geht es eigentlich nicht mehr weiter, weil das alles eingestürzt ist. Also möchte ich hier auch nicht weiter reingehen. Und ja, gehen wir hier wieder mal zurück. Also ich finde immer noch nichts mehr. Und ja.